Ein herzliches Willkommen auf dem wahrscheinlich vielfältigsten Kanal der Welt. Seit einiger Zeit grassiert im Internet, gerne auch auf YouTube, das Phänomen von Sirenhead, zu Deutsch eigentlich Sirenenkopf. Ich möchte ihn euch heute vorstellen und euch etwas näher bringen. Sollte man bisher noch nichts davon gehört oder ihn gesehen haben, wie der Name es besagt, genauso kann man sich auch seinen Kopf vorstellen. Nämlich so: Statt eines Kopfes befinden sich zwei Sirenen auf seinen Schultern. Vor allem aber durch ihr merkwürdiges Aussehen wurde diese Kreatur bekannt. Sie ist ca. 12 Meter groß, dünn und sie hat eine mumifizierte, bräunliche Haut. Die Struktur des Körpers ähnelt einer verformten Struktur des menschlichen Körpers. In den Sirenenlautsprechern sollen sich Münder mit scharfen, langen Zähnen befinden. Die Opfer lockt Sirenhead mit speziellen Sirenentönen, manchmal mit seltsamer Musik und mit Gesprächsfetzen an. Seine effizienteste Methode ist die Nachahmung der Stimmen der Liebsten der Opfer. Er ist normalerweise ein Einzelgänger und sein bevorzugtes Jagdgebiet ist der Wald oder auch ländliche Gebiete. Sirenhead ist äußerst gefährlich und aggressiv. Bei der Auswahl seiner Opfer ist er nicht wählerisch. Wanderer, Jogger, allein im Wald Spazierende, Personen, die sich verirrt haben. Sie alle können ihm verfallen. Er macht nicht einmal vor kleinen Kindern Halt. Doch auch Gruppen wurden bereits angegriffen. Manche wurden verschleppt, andere gleich an Ort und Stelle eliminiert. Sein Aussehen erlaubt es ihm, sich beinahe unsichtbar zwischen Bäumen zu tarnen, von wo aus er dann brutal zuschlägt. Sirenheads Geräusche dringen bis in die tiefsten Gedanken seiner Opfer. Jeder, der ihn hört, weiß, dass er verloren ist und nicht mehr lange zu leben hat. Wird eine Person angegriffen, geben seine Lautsprecher währenddessen die Schreie des Opfers wieder. Interessanterweise fand man sogar in Höhlenmalereien in Nordamerika bereits Abbildungen dieser Kreatur. Es gibt auch nach wie vor Berichte von Sichtungen, wo Sirenhead anders als bekannt beschrieben wird. Und zwar hieß es, dass er statt den Sirenen Straßenlaternen als Kopf hätte. So könne er sich auch auf den Straßen, gerne in der Dämmerung und abends, sehr gut tarnen. Dies ist allerdings nicht bestätigt, auch wenn es eine kleine Gruppe von Menschen gibt, die der Ansicht sind, dass Sirenhead sich sogar mit einer speziellen Fähigkeit an seine Umgebung anpassen und sich so perfekt tarnen kann. Aber dies können auch einfach nur publizierte Fake News sein. Eine Annahme besagt, dass Sirenhead einer eigenen Spezies angehörte, welche vor Urzeiten tatsächlich gelebt haben soll und welche auch in den unterschiedlichsten Formen auf Erden wandelte. Doch wie bei vielen anderen Wesen starben auch diese evolutionsbedingt aus. Und wie es scheint, ist Sirenhead nun tatsächlich der letzte seiner Spezies. Ob es wert ist, diese Art zu erhalten, sei nun dahingestellt. Und ich möchte mir auch nicht anmaßen, darüber zu urteilen. Passt einfach gut auf euch auf, wo immer ihr auch unterwegs seid.